Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen. Ja, wollten wir Samuel helfen, das hat leider nicht geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, hier sind noch irgendwelche Kommanden rumlaufen. Hat ja leider nicht geklappt. Und ja, Samuel ist leider verstorben. Aber wir haben jetzt den Auftrag gekriegt, wir sollen Spitzer nachlaufen. Er sucht irgendwas. Ja, was suchst du denn? Was suchst du denn? Ich muss immer noch mal ein bisschen aufpassen, ob hier nicht irgendwelche Wachen rumlaufen. Oh, da. Was? Oh, ich muss mich ausruhen. Holper? Was ist passiert? Was schreist du hier herum? Du lockst die Heiden an. Ich muss hier verschwinden. Und zu den anderen. Sie waren... Ja, ein bisschen spät, würde ich sagen. Wie hast du überlebt? Wie hast du den Angriff überlebt? Ich versteckte mich oben auf dem Hügel, bis es dunkel wurde und das Geschrei verstummte. Ganz Scarlets brannte lichterloh. Ich weiß. Ich sah es auch. Ich wollte nach Thalmberg, um Alarm zu schlagen. Aber als ich im Dunkeln runterkletterte, verlor ich den Halt und rollte wie ein Sack Kohle nach unten. Ich bin überall grün und blau. Du bist verletzt? Kann ich dir irgendwie helfen? Mit dem Bein stimmt was nicht. Hab es mir beim Sturz verdreht. Ich konnte noch bis zum Pfad humpeln. Aber jetzt geht nichts mehr. Ich will mir mal dein Bein ansehen. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Na gut, aber sei vorsichtig. Du hast Glück gehabt. Es scheint nichts gebrochen zu sein. Wenn dem so wäre, hätte sich die Haut blau verfärbt. Halt das Bein eine Weile still. Und wenn du gehen musst, belaste es nicht zu stark. Lehn dich auf einen Ast oder Stock. Mach ich. Hab Dank. Ich glaube, ich kann jetzt aufstehen. Ja. Aber würdest du mir noch bis zur Straße helfen? Na klar. Von dort aus geht es dann leichter. Wir gehen zusammen. Natürlich. Stütz dich ab. Oh, ja. Das war aber schnell. Was heißt, du bist zur Straße? Das war aber ganz schön weit. Hier schaffe ich es. Aber wohin soll ich gehen? Nach Thalmberg, wie die anderen. Sag den Menschen dort, was passiert ist. Und hol Hilfe. Mache ich. Ich stehe in deiner Schuld. Und was hast du als nächstes vor? Ich gehe zur Burg, um nachzusehen, ob jemand überlebt hat. Du könntest dich auch in den Häusern nahe Scarlets oder bei den Minenanlagen umsehen, falls du dich traust. Alle sind an den nächstbesten Ort geflohen, als es losging. Möge Gott dich beschützen, Theresa. Okay, jetzt sollen wir also in den Häusern nachschauen. Ah, hier sind wir. Das ist das Haus von Johanka. Da werden wir auf jeden Fall mal hingehen. Aber ganz ehrlich, ich musste ein wenig schleichen. Vielleicht finden wir ja... Ah nee. Ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir ja auch Heinrich, aber der kommt ja erst ein paar Tagen hierher. Ich gucke einfach nochmal, ob ich hier ein bisschen was looten kann. Ganz ehrlich. Ah ja, cool, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Okay. Sind ein paar Punkte, die ich absuchen soll. Okay. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Erstmal schleichen wir uns hier ein wenig rum. Das gilt natürlich auch ein bisschen die Heimlichkeit. Sauber gemacht. Gucken, ist hier noch irgendwas drin? Ist ein Kohl drin. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ich hier eigentlich rein? Nee. Das kann ich nicht öffnen. Bäh. Ein Scheißhaus. Was bist du eigentlich für einer? Was ist hier los? Was ist das? Kann ich mit ihm. Was haben wir denn da? Unterhaltung! Vorzüglich! So. Toll, das hat sich ja gelohnt. Oh, Moment. Den wollt ihr doch plündern. Den Banditen. Den nehmen wir euch mal die Groschen ab. Und die Salami. Ja, auf jeden Fall. Ja, Bergarbeiter. Es sind noch mehr meistens. Okay. Ah, das war doch hier der Hof von Lisa noch gleich. Den wir mit Johanka verkuppelt haben. Da sind zwar Sachen drin, aber. Ist cool, Bauern. Ist cool, Köppe. Vielleicht kommt hier noch Louis Define um die Ecke mit seinen außerirdischen Freunden. Die fährt mir nicht schlecht. Auch keine Kisten hier drin, ne? Nichts. Mal gucken. Kollege da noch ist. Ich über die Mauer rüber. Wahrscheinlich auch Kohl drin. Nein, Radieschen. Wie gesagt, Geld. Aber eigentlich schon ordentlich eingesammelt. Auf jeden Fall sind hier eine Menge Plünderer unterwegs. Brennnesseln brauche ich jetzt erstmal nicht. Da gehen wir auch erstmal nicht rein. Wie gesagt, wo ich da mit Heinrich war, das war ordentlich, was war da. Wegmetzeln mussten. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Wir gucken jetzt erstmal bei der alten Mühle.
Spitzer. Dass der mir immer vor die Füße laufen muss. Was ich noch ganz kurz gucken will, ist, kann ich noch irgendwas... Ne, skillen kann ich nichts. Ist. Das ist unser Haus. War unser Haus. Ich kann es nicht glauben. Überall Zerstörung. Warum? Oh, Alter, haben die hier gewütet. Haben die hier gewütet. Da geht man nicht mehr hoch, ne? Nee. Verjagt. Vater, falls du mich hören kannst, es tut mir leid. Unendlich leid. Aber so. Mutter von mir. Ah, nichts dabei. Oder eine Brezel. Stibo, du hast dich gewehrt. Du warst schon immer tapfer. Ich komme wieder und begrabe dich in geweihter Erde. Wie es sein soll. Ja, aber nicht jetzt. Hier auch noch, aber wahrscheinlich ist ja auch alles zerstört. Gut, dass ich die Truhen vorher gelootet habe. Sowas. Also mal schauen, komme ich über den Fluss rüber? Ja, komme ich rüber. So. Such. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Okay. Mehr. Okay, das. Ich wollte gerade sagen, bei Heinrich hatte ich ja hier auch irgendwas gefunden. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, was das war. Eine Kiste. Cool. Ja, ich. Schlossknacken leicht. Das sollten wir hinkriegen. Ja, nur die Schlösser. Schlösserknacken erreicht. Ja, okay. Wir nehmen die Fackel mit, verkaufen wir dann. Hier. Nee, was hast du denn hier gefunden? Was hast du hier gefunden? Baldrian. Toll.
Ja, ich weiß, ich weiß. Ist mein Kumane? Hey, Michirazo! Auf ihn! Oh, der ein großes Schwert hatte. Oh, der hat Speck dabei, das ist gut. Ne? Verband nehmen wir natürlich auch mit. Was hat er hier hinten ja in der... Hier hat er irgendwo... Ah! Alter! Jamila, was machst du noch hier? Warum bist du nicht wie die anderen geflohen? Ich kann nicht. Irgendwo nicht? Treibt sich einer dieser Bastarde herum. Was? Wo hast du ihn gesehen? Das Heer ist doch schon weitergezogen. Er muss ein Deserteur sein. Und jetzt sucht er hier nach Dingen, die er stehlen kann. Er schien auch ziemlich betrunken zu sein. Okay. Du musst mir helfen. Kümmere dich um ihn, sonst werde ich hier sterben. Hat sonst noch jemand überlebt? Weißt du, ob sonst noch jemand überlebt hat? Nein, weiß nicht, Theresa. Wilhelm ist tot. Er lief davon, doch sie hatten Pferde und... Lass gut sein, Jamila. Ich verstehe schon. Vater... Stebor und Samuel. Sie haben es auch nicht geschafft. Ich bin jetzt ganz allein. Oh, du Ärmste. Wie kann Gott das nur zulassen? So, ich glaube, den Deserteur habe ich gerade getötet. Kann das sein? Hab keine Angst mehr. Der Deserteur ist Geschichte. Oh Gottlob. Ich dachte schon, ich komme hier nicht lebend weg. Hab Dank, Theresa. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt bestimmt schon tot. Ist schon gut. Geh nach Talmberg und sag den Menschen dort, was passiert ist. Ich sehe nach, ob sonst noch jemand überlebt hat. Okay. Gucken wir trotzdem nochmal hier durch die Gegend. Auch wieder nochmal ein bisschen hinterher. Da liegt er nämlich. Nee. Da hinten haben wir den gelegt. Okay. Hat er ganz fein gemacht. Guter Junge! So ist's recht. Okay. Eben noch weiter geradeaus. Ne, ich denke mal, ganz werden wir es nicht schaffen. Vorsichtig. Ich kann ja Lust, hier noch irgendjemand in die Finger zu rennen. Aber jetzt klappt das mit dem Kämpfen ganz gut. Klar, ich habe schon ein bisschen was auf die Nase gekriegt, aber... schon einige ausgeschaltet. Was war das? Achso, ah, okay. Das Mühlwerk ist hier immer noch. Läuft. Ey, schon eine coole Technik, die man damals angewendet hatte. Fallort. Wir hätten ja hier noch irgendwo eine Karte gehabt, ne? Also, ach ja, genau da, wo ich... Da wollte ich ja eigentlich auch nochmal hingucken. Können
wir später nochmal machen, aber jetzt machen wir erstmal die Quest hier. Das sieht nach Baumstämmen da aus. Da ist noch eine Hütte. Oder das heißt eine Hütte. Mich. Ich höre doch hier jemanden. Pavlena, wo bist du? Ach, da. Pavlena, wo bist du? Marusch. Bist du verrückt? Nicht so laut. Ich muss doch Pavlena finden. Ja. Als wir in der Nacht flohen, war sie plötzlich weg. Hier ist es noch nicht sicher. Wenn du so schreist, riskierst du dein Leben. Aber ich muss sie finden. Ohne sie gehe ich nicht. Hilfst du mir? Ja, natürlich helfe ich dir. Hast du das letzte Mal gesehen? Wo hast du sie zuletzt gesehen? Hier im Wald. Wir versteckten uns vor den Heiden. Ich dachte, hier wären wir sicher, doch als es dunkel wurde, kamen sie. Plötzlich standen sie hinter uns. Sie waren wohl genauso überrascht wie wir. Wir rannten sogleich los. Es war schrecklich. Ein Pfeil flog knapp an mir vorbei. Ich dachte, ich sterbe. Ich rannte und rannte. Und plötzlich war ich allein. Die Heiden waren fort. Aber Pavlena auch. Ich muss sie finden. Wie ist sie gekleidet? Was hat Pavlena an? Was sie immer anhat. Ein blaues Kleid und ein Tuch auf dem Kopf. Sei besser nicht so laut. Vielleicht sind hier noch Heiden in der Nähe. Aber ich muss Pavlena finden. Ich muss ihr helfen. Pavlena konnte bestimmt entkommen. Du solltest mit der Suche jetzt nicht dein Leben riskieren. Glaubst du tatsächlich, sie hat sich im Wald verkrochen? Warum hätte sie so etwas Törichtes tun sollen? Da hast du recht. Eher hätte sie versucht, mich zu finden. Oder ihr ist etwas zugestoßen. Ich muss es wissen, verflucht! Ja, ist gut. Okay, dann... ohne... Seife waschen. Also hier irgendwo. Jetzt könntest du nochmal mit Suchen nehmen. Mal sehen, ob du hier etwas such. Diese Pavlena sein, nach der Marusch sucht. Tot. Ich sollte es ihm sagen. Ja. Los, komm. Wo bist du? Pavlena! Los. Wegen Pavlena. Ich habe sie gefunden. Wirklich? Wo? Warum ist sie nicht bei dir? Es tut mir leid, sie... Sie ist tot. Sie haben sie wohl erwischt, als sie euch verfolgt haben. Oh nein, nein, nein. Meine Pavlena. Ich hätte besser aufpassen müssen. Ja, hättest du. Sie war doch direkt hinter mir. Wie soll es jetzt nur weitergehen? Flieh und rette wenigstens dich selbst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo soll ich denn hin? Nach Tallenberg. Nach Tallenberg. Und sag allen Bescheid. Herr Divisch wird Hilfe schicken. Und danach... statten wir unsere Liebsten. Ich verspreche es. Na gut. Und was ist mit dir? Ich suche nach weiteren Überlebenden. Hätte ich nur halb so viel Mut wie du, würde Pavlena noch... Oh Gott. Hier, nimm. Vielleicht triffst du jemanden, der die Verbände braucht. Gott sei mit dir. Cool. Ja, ist natürlich traurig. Mal gucken, was als nächstes dran ist.
Hier noch wieder ein Kräutergarten, Waldgarten. Dann machen wir jetzt erstmal hier C. Suchen Holzfällerlager. Ja, ich habe einen Bienenstock entdeckt. Sehr schön. Ja, ich habe es fast befürchtet, dass sie auch tot ist. Jetzt gucken wir hier nochmal schnell im Holzfällerlager nach. So, ganz kurz meine Ausdauer regenerieren. Da ist doch noch jemand. So, Grafik wieder. Meine Axt an, woher habe ich? Wo ist sie? Oh Gott. Julian, bist du es? Hab keine Angst. Ich bin's, Theresa. Geht es dir gut? Überall. Sie sind überall. Wo ist sie? Wer? Wo ist sie? Du bist einer der Holzfäller, nicht wahr? Ja, Holzfäller. Wo ist sie? Schnell! Sie sind überall! Julian, du sagst lauter wirre Dinge. Wo ist was? Ich weiß nicht, was du meinst. Meine Axt. Ja, Axt. Sie sind überall. Ich brauche sie. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Ist sonst noch jemand am Leben? Sie kamen von überall. Überall. Wo ist sie? Wie hast du überlebt? Warst du hier bei all den... bei all den Leichen? Überall. Du musst von hier verschwinden, Julian. Reiß dich zusammen. Nein. Sie sind überall. Meine Axt. Reiß dich zusammen. Hör mir zu. Hör mir gut zu. Sie haben gerade erst meinen kleinen Bruder getötet. Und davor Vater und Stibor. Ich werde jetzt nicht einfach gehen und zulassen, dass noch jemand stirbt. Also reiß dich in Gottes Namen zusammen, sonst setzt es Ohrfeigen, damit du zu Sinnen kommst. Meine Axt. Mr. Volk. Sie sind überall. Verdammt. Ohne Axt gehe ich nicht. Du wolltest es so, Julian. Hör zu. Wenn sie wiederkommen und dich finden, bist du tot. Das willst du doch nicht, oder? Nein! Meine Axt! Wo ist sie? Das führt so zu nichts. Okay. Das bringt so nichts. Wie soll ich nur zu dir durchdringen? Pause, Maulhorn? Wo ist sie? Axt! Axt! Da, das sieht. Schlafen und speichern. Ja, toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hätte gehofft, dass da eine Kiste ist. Ja, Spitzer. Spitzer? Den such nochmal bitte. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Hier rein? Ne, wohin hier rein? Sie sind überall! Überall! Da ist eine Axt. Hab sie! Hier! Überall! Julian, reiß dich zusammen! Hier ist deine Axt. Hier, deine Axt! Danach hast du gesucht, nicht wahr? Jetzt kannst du dich wehren. Die Axt! Ja, meine Axt! Gut, Julian.
Und jetzt lauf. Und jetzt geh nach Talmberg. Die anderen sind schon dorthin unterwegs. Lauf wie der Teufel und zwar sogleich. Talmberg. Ja. Ja. Haben wir den auch erledigt. Meine Herren. Ach da, Spitzer. Danke. Müssen wir da noch hin? Da haben wir noch ein Haus. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht noch irgendwelche. Höre dich. Ja, wieder suchen ist echt eine coole Funktion. Ich nur nicht den Schlüssel verloren. Mist, sie gibt nicht nach. Töpfermeister? Warum in Gottes Namen bist du noch hier? Ich versuche, in mein Haus zu gelangen. Wozu? Du solltest fliehen, wie die anderen. Da drinnen ist Geld und ich werde nicht ohne meine Groschen gehen. Hör zu, vielleicht kannst du mir helfen. Ihr Leute aus der Mühle, ihr wisst doch, wie man so etwas bewerkstelligt. Was? Schimpfst du mich etwa eine Diebin? Komm schon, spiel nicht das Unschuldslamm. Dein Vater ist wahrlich kein Heiliger. Gewiss hat er dir einige seiner Kniffe beigebracht. Nein, hat er nicht. Mein Vater ist tot. Ach, herrje. Das wusste ich nicht, Mädchen. Tut mir leid. Warum schließt du die Tür nicht auf? Hast du keinen Schlüssel? Sieht ganz so aus. Ich muss ihn verloren haben. Ich holte Feuerholz aus dem Wald. Und als ich bei der Brücke ankam, sah ich die riesige Armee. Ich ließ alles fallen und rannte heim, so schnell ich konnte. Dabei muss ich den Schlüssel verloren haben. Wie konntest du überleben? Ich harrte bis zum Morgen auf dem Heuhaufen aus. Die Heiden schnüffelten zwar dort herum, wurden dann aber abgelenkt und rannten zum Dorf. Du bist hier nicht sicher. Und Tod bringt dir das Geld nichts. Flieh nach Talmberg, solange du noch kannst. Damit dann meine Ersparnisse geplündert werden? Vergiss es. Wo könntest du den Schlüssel verloren haben? Weiß nicht genau. Irgendwo auf dem Pfad vom Wald zurück nach Hause, nachdem ich über die Brücke bin. Ich hatte Feuerholz bei mir, als sie angriffen. Ich ließ alles fallen und floh. Da habe ich wohl den Schlüssel verloren. Okay. Gut. Ich versuche, die Groschen zu holen. Aber ich kann nichts versprechen. Wo sind sie versteckt? Die verfluchte Tür ist einfach zu stabil. Hab Dank. Geh nach links in die Vorratskammer, sobald du im Haus bist. Dort steht ein Sack mit Äpfeln und ganz unten habe ich das Geldsäckel versteckt. Was? Bring es mir dann bitte. Vorratskammer. Ich passe inzwischen hier auf. Kann ich die Tür vielleicht... Diese verdammte Tür! Ja, das geht aber zur Seite. Mist! Sie gibt nicht nach! Schutzengel. So. Kann ich jetzt die Tür öffnen? Sehr leicht. Ich brauche gar keinen Schlüssel. Ich habe einen Dietrich dabei. Ein Sack mit Äpfeln. Benutzen. Da war wirklich ein Geldsäckel voller Groschen. Und auch noch ziemlich schwer. Ausziehen und Kleider ausschütteln. Wenn ich keine Münzen klimpern höre, kannst du was erleben. Himmel hilf! Da fallen fremde Mordgesellen über uns her. Und da... In Gottes Namen ist hier los.
Wie niederträchtig, arme Leute auszurauben, die schon von diesen Heiden ausgeblutet wurden. Halt's Maul und behalte deine Moralpredigt für dich. Her mit dem Geld, sonst schneide ich euch beiden die Kehle durch. Man hat uns schon alles genommen, was wir hatten, wirklich. Sag es ihm, Theresa, uns ist nichts geblieben. Wenn ich herausfinde, dass du lügst, bleibt dir nicht einmal dein Leben. Wir sind eine Überzahl. Wir sind zu zweit und du bist alleine, Freundchen. Ich rate dir, schleunigst zu verschwinden. Mir wackeln schon die Knie. Ich armer Tropf gegen ein Gör und ein gebrechliches Großväterchen. Schnapp ihn dir. Fotze! Ja, Plünderer. Dietriche brauche ich. Die Groschen hätte ich noch gerne. Den Ringelblumenaufguss nehmen wir natürlich noch mit. Den Silberkelch. Silberring. Mächtiger Gott, an diesem Schreckenstag hätte er gewiss nicht gezögert, uns einfach zu töten. Und das alles für Geld. Manche Menschen sind schlecht. Sie sehen eine Leiche und werden sogleich zu Aaskrähen. Du solltest ihn jetzt nicht bedauern. Er hat es so verdient. Nimm die Groschen, nimm sie und geh nach Talmberg. Sag ihnen dort, sie sollen Hilfe schicken. Ich suche inzwischen im Dorf nach Überlebenden. In Ordnung. Gib gut auf dich acht, Theresa. So. Dann haben wir ja hier auch alles erledigt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann in die Burg. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Bei Kingdom Come Deliverance. Komm, die Kiste gucken wir uns an, bevor ich Ciao sage. Ja. So. Okay. Groschen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.